Einen wunderguten, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück und gehen in Tavar auf Erkundungstour. Auf Erkundungstour gehen. Genau. Gut, dann aber schnell, bevor die Spione der Kleriker wieder verschwunden sind. Ich will unbedingt wissen, was sie da wollen und sie dann unschädlich machen. Arlerika-Spione. Da sind sie, wie ich es mir gedacht habe. Maschinen der Kleriker, Spione der Fanatiker aus der Burg. Bist du dir sicher? Ich kenne die Maschinen der Kleriker. Die da drüben verhalten sich etwas merkwürdig. Das sieht nicht nach Erkundung aus. Wirkt eher so, als seien sie auf Angriff programmiert. Pah, wir werden es ja gleich herausfinden. Na, ich mag die Crony-Drohnen-Fliegedinger da nicht so. Geh du vor, ich bleibe hinter dir. Natürlich. Das war noch nicht alles. Es geht los. Au. Na, warte. Ist es nicht mal, man kann auch gegen im Fliegen Nahkampfangriffe machen? Au. Bleib hinter mir. Wie es aussieht, hattest du wohl recht. Die maschinellen Spione sind tatsächlich auf Angriff programmiert. Dass die Kleriker es wagen, uns Berserker so offen anzugreifen. Ich glaube das nicht. Die Kleriker haben momentan eigentlich ganz andere Probleme. Wir sollten uns erst einmal um die restlichen Spione kümmern, die um das Vorher rumgeistern. Warum sie hier sind, können wir später noch klären. Na schön, wie du meinst. Macht irgendwie Sinn. Finde ich. Schwebeflug habe ich schon. Vorsicht! Regel mal bitte, ich muss dran denken. Komm schon, Kaya, tu's. Na, warte. Kaya kommt auch nur irgendwie jedes dritte Mal. So, Quick Save hilft. Hier links und vier da oben, direkt vor der Tür. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Zeit wäre toll. Zeit hat man irgendwie immer am wenigsten. Oh. Kannst du den erledigen, Kaya? Kann sie. Kaya ist ein U-Boot-Mage. Ja.
War ich schon da hinten? Ich muss mich... Das hätte böse enden können. Muss mich entschuldigen, ich weiß, ich wollte Mission machen, aber es ist halt Elex. Da kannst du erkunden und erkunden und erkunden oder auch eben was sein. Das hier ist doch Jacks alter Leuchtturm, oder? Ich frage mich, was er wohl heute so treibt. Also nicht Jacks mit J-A-X, sondern Jacks wie Jack. J-A-C-K. Für den Fall, dass irgendeiner sagt, hä? Du läufst doch gerade mit ihm rum. War auch mein erster Gedanke, als ich hier war. Das erste Mal. Und offensichtlich waren wir in dem Spielstand noch nicht hier. In den letzten Monaten habe ich mir viele Gedanken um mein Leben gemacht. So wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Jeden Tag dieselben Gesichter, dieselbe Arbeit, der man nachgeht. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es so nicht weitergehen kann. Neue Menschen kennenlernen. Unbekannte Orte entdecken. Das ist es, was ich jetzt möchte. Wie lange ich unterwegs sein werde, kann ich nicht sagen. Mag sein, dass es ein halbes Jahr wird, womöglich auch länger. Bis auf das Nötigste zum Überleben lasse ich die meisten Klamotten hier. Meine Notizbücher werde ich auch mitnehmen. Ich muss ja aufschreiben, was ich alles so erlebe. Es wäre lieb von dir, wenn du ein wenig Acht auf alles geben würdest. Also. Wo stoppt hier? Ist er ein bisschen Abenteuern gegangen? Also mit Treibstoff 10 kommt man hier problemlos hoch. Treibstoff 5 hätte vielleicht auch noch gereicht. Schlafsack. Rezepttrank des Magiers. Ein Löffel, Schwefel, alte Lampe. Lampe. Trollschnitter. Da habe ich den bekommen. Das ist eine Einhandwaffe. Habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ich den her hatte. Das Ding ist ziemlich böse. 212 Blitzschaden als Einhandwaffe. Und 3 Sockel. 74 Stärke, 57 Konstitution. Oh. Wir können den beschädigten Tunnelschild benutzen. Ich bin nicht gut genug. Wir können den nicht benutzen. ...32 für die Stride-Axt. Das nächste Level-Up muss mal in Stärke gehen. Wir haben ja Teleport. Wir sind ja gerade hier. Ich weiß, wir wollten Missionen machen, aber wir sind gerade hier. Lass mal gucken, ob wir da unten noch irgendwas finden. Hier ist nix. Ist auch nix. Satz mit X, das wird wohl nix. Da ist ein Critter. Es könnte sein, dass wir irgendwann hinter einem Wasserfall eine Höhle finden. Thank you.
Der Treffer war jetzt mega unnötig. Das ist an so ein Fluss Arschloch. -Dinge. Entschuldigung. Language. Philosophy. Eine Insel mit zwei Steinen oder noch einem dritten dran. Ups. Komm mal dahin. Nice. Komm mal hin. Ich bin nicht gut genug. Hilfe. Ich muss unbedingt Schlösser knacken lernen. Schloss knacken. Was man nicht alles so findet. Schon wieder Schwefel. Freund oder Feind? Irgendwie entspannt mich das Rauschen des Meeres. Falls irgendwann mal Frieden auf Magalan einkehrt, würde ich mir gerne ein kleines Häuschen hier hinsetzen. Kaya. Und dann? Nichts dann. Einfach hier sitzen, den Sonnenuntergang ansehen und alt werden. Aber das ist Träumerei. Alter, fegst du gerade den Strand? Ist das ein Bug? Gehörst du da oben hin? Wayne. Entschuldige, wenn ich störe. Aber was machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich reinige die Welt von dem ganzen Schmutz. Oh, da hast du dir aber was vorgenommen. Jetzt werd mal nicht frech. Du solltest froh sein, dass ich mich darum kümmere. Macht ja sonst keiner. Welchen Schmutz meinst du? Sieht für mich wie ein normaler Strand aus. Ich merke schon, du hast absolut keine Ahnung, wovon ich spreche. Ihr Unwissenden macht mich fertig. Dann erklär es mir. Die Fremden sind das Problem. Seit ihrer Ankunft ist alles schlimmer geworden. Was genau meinst du? Negative Energien, die sich in der Welt ausbreiten. Man kann sie nicht sehen, aber sie sind überall. Und den Sand mit einem Besen zu bearbeiten, hilft dir dabei? Das ist nicht irgendein Besen. Dieser hier hat ganz spezielle Borsten. Sie sind weicher und länger als die stinknormalen. Außerdem habe ich einen Zauber drauflegen lassen. So bleiben alle boshaften Energien an ihnen hängen. Okay. Du weißt schon, dass du hier versuchst, den Sand zurück ins Meer zu fegen, oder? Wie ich es gerade schon gesagt habe, du hast absolut keinen Schimmer von der ganzen Sache. Das Wasser reinigt die Verschmutzung noch zusätzlich. Ah, ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Das könntest du tatsächlich. Ich brauche neue Besen. Wenn ich meine Arbeit unterbrechen würde, wäre alles umsonst gewesen. Meine Freundin sollte neue angefertigt haben. Wo kann ich deine Freundin finden? Wir haben eine kleine Hütte nordöstlich von hier. Sie liegt im Schatten vom Leuchtturm. Es gibt viele Leute, die uns nicht ernst nehmen. Und dort haben wir unsere Ruhe. Wie viele Besen benötigst du? Also, wenn du schon so fragst, 6 Stück wären super. So hätte ich einen Vorrat für die nächsten Wochen. Was bekomme ich dafür, wenn ich dir die Besen bringe?
Ich habe genügend Splitter bei mir. Da werde ich was von abgeben können. Okay. Ich besorge dir deine Besen. Danke dir. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir damit hilfst. Wenn du Megan gefunden hast, sag ihr bitte, dass Wayne dich schickt. Sprich sie mit ihrem Namen an. Ansonsten wird sie nicht mit dir reden. Es haben sich schon genügend Leute über uns lustig gemacht. Mit der Zeit wird man vorsichtiger. Okay. Ich denke mal, das ist das da oben. Da komme ich nicht hoch. Beschädigte Armbrust. Könnte es sein, dass das jetzt unsere dritte ist? Wir haben drei normale Bögen. Nee, wir haben einen normalen Bogen auf drei. Zwei Jagdbögen, zwei beschädigte Armbrüste. Was? Warte mal, was bist du? Vorsicht! Könnte mal langsam mich ein bisschen heilen. Megan! Schnecke, wo bist du? Megan? Ich habe das Gefühl, ich bin falsch. Dunkles Elex. Tresorcode. Muss ich irgendwann mal wieder zurückkommen? Teampanzer. Nice. So, dann zeig mir mal. Gib mir mal Input. Wo ist Megan? Sandige Angelegenheit. Da oben. Doch gesprungen. Doch nicht. Ich dachte, da wäre was. Das müsste aber jetzt der richtige Weg sein, oder? Hier nicht. Waren wir hier nicht eben? Genau, das ist das mit dem Flusskriecher. Die Bude ist geil. Bevor du stirbst, gib mir mal bitte... Halt. Was willst du hier? Siehst du sonst noch jemanden? Ja, sicher meine ich dich.
Warum so zickig? Ich zeige dir gleich mal, was es heißt, wenn ich zickig werde. Dein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Also verzieh dich. Du bist bestimmt Megan. Ja, die bin ich. Was willst du von mir? Wayne schickt mich. So ein Glück. Er lebt noch. Ich habe seit Tagen nichts mehr von ihm gehört. Geht es ihm gut? Er machte auf mich einen seltsamen Eindruck. Mit einem Besen den Strand sauber machen ist schon etwas merkwürdig. Ja, Wayne ist etwas komisch, was das betrifft. Kurz nachdem die Fremden aufgetaucht sind, fing alles an. Er fühlte sich nicht mehr wohl, nur noch dreckig. Seit dem Tag hat er vieles ausprobiert, um dieses Gefühl wieder loszuwerden. Und wenn ihm das dabei hilft, unterstütze ich ihn natürlich. Er hat mich gebeten, ihm neue Besen zu bringen. Da habe ich genügend auf Lager. Weißt du, wie viele er benötigt? 6 Stück. Hier, nimm diese. Richte ihm aus, dass er doch bitte bald heimkommen soll. Eine kleine Pause würde ihm bestimmt gut tun. Ich sage es ihm. Kann ich? Quick Save? Das wird schon hinhauen. Tasse. Weiz. Eigentlich ist das alles meins, habe ich ihr nur geliehen. Schweres Schloss knacken. Kleiner Elex-Trank-Rezept. Nice. Oh, halt. Sekunde. Er ist resettet. Okay. Ich dachte, bevor ich jetzt hier noch ein bisschen auf Tuchfühlung gehe, auf den Flusskriecher, keine Ahnung, was für ein Ding das ist, aufpassen. Die sind so mies zusammengebaut, ohne Witz. Die graben sich ein. Und spring dich dann einfach an. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das schon mal gesehen. Nahezu unmöglich auszuweichen. Ich hasse diese Dinger. Die sind so eklig. Absoluten Hassgegner in dem Spiel. Och, jetzt. Ach, übertreib halt. Und? Hast du alles besorgen können? Ich habe die Besen bekommen, um die du mich gebeten hast. Jawollo. Großartig. Dann steht meiner weiteren Arbeit nichts mehr im Weg. Hier, deine Belohnung. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Das ist schon in Ordnung, danke dir. Deine Freundin fände es übrigens schön, wenn du bald nach Hause kommen würdest. Megan macht sich einfach zu viele Sorgen. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, lasse ich mich zu Hause blicken. Da wir gerade schon mal hier sind, die berühmten letzten Worte. Ritter! Ich habe echt im Nahkampf viel weniger Probleme mit dem Viehzeug, denn als Magier. Das ist so übel.
irgendwas? Immer die Bergflanken abgehen. Da könnte was Lootbares sein. Nein. Ja, das ist lootbar, aber noch nicht jetzt. Lootbar. Rattenfleisch. Haben wir da vorne? Ich habe ich gesehen. Drachenblüte. Ich hasse Minen. Sein. Da geht's hoch. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Oh, ein Beißer. Na, guck mal einer, schau. Wo ist er denn hin? Es geht los. So klein bist du doch gar nicht. Wo kam der denn jetzt her? Oh mein Gott, das hat... Oh. Das machst du nicht ungestraft. Wow. Wo kommt der Kritter jetzt her? Geht doch der Kuscheltierer-Modus oder was? Zombie-Kritter. Alter Finne. Oh mein Gott. Oh. Krabbelt der Flusskriecher da aus dem Ding raus. Oh. Sneaky-Peaky-U-Boot-Modus. Das Ding ist mega tief hier an der Ecke. Wo war der denn? Hat der denn die ganze Zeit da unten gehockt oder was?
Es ist ein Fluss. Euer Leute, ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Boah. Okay, gut. Alles ist gut. Wir haben ihn getötet. Eieiei. Okay, Flüsse böse. Flüsse gefährlich. Flüsse können... Oh. Oh, nein, nein. Oh, du auch nicht. Dann mach vorbei. Danke. Hier noch irgendwas Cooles irgendwo versteckt? Da oben vielleicht? Das nicht? Da hinten scheint was zu sein. Auch nichts. Das ist ein ekliges Fliegevieh. Und so umgeht man das eklige Fliegevieh. Ich frage mich, ob die Bilder irgendwas... Ob das Easter Eggs sind von den Entwicklern oder sowas? Irgendwie die Kinder von den Entwicklern? Nicht Bilder von den Entwicklern selbst, das wäre irgendwie doof. Hinten? Kommt man da hin? Wahrscheinlich nicht. Scheiße. Es ist Wasser. Mach dir nicht das Höschen, das habe ich schon gemacht. Man kommt hin, aber da ist nichts. Ja, schön. Giftwand. Karte zu Ende, weil Giftwand. Hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Wiesenkraut. Teleporter. Nice. Ach, da oben war der Troll. Die anderen Schwurblis. Nein. Okay. Wo auch immer das Ding hinschreigt, zeigt, schreigt. Da vorne ist was. Ja, okay. Nee, komm. Wir machen noch die Form vor und dann sagen wir mal Ende Gelände. Ich hasse es, nachts zu kämpfen. Aber vielleicht...
Der Händler hatte doch witziges Zeug da rumstehen, oder? Bist du im Bett? Du bist im Bett. Dede. Dede. Leichtes Schloss knacken. Ich bin nicht gut genug. Schloss knacken, das ist doof. Eins. Eins. Du. Was ist hier los? Ah, da war du noch ein Messer. Alles an seinem Platz. Ja, ja, natürlich. Ich würde nur gern. Willst du nicht? Okay. Haben wir da vorne noch ein Bett, wo wir gerade pennen können? Au. Fernwaffenwerkbank. Da vorne waren Betten. Da vorne waren Betten. Verdammt. Kann man das Kopfteil auch nur um ihre Probleme, Kleinkriege gegen ihre Nachbarn. Das ist alles, was sie beschäftigt. Ja, ja. Wenn sie sich nicht bald auf den bevorstehenden Ansturm vorbereiten, wird sie einfach überrannt. Achtung! Komm, Kaya, Regel. Ein ordentlicher Treffer und drei Viertel HP von dem Ding ist weg. Maschinelle Spinelli-Drohne. Diese Robots sind ganz schön hartnäckig, was? Man sollte diesen Fanatikern ihren eigenen Schrott zu fressen geben. Oh, wir kriegen das schon in den Griff. Irgendjemand hat sie also gekapert. Aber mit welcher Absicht? Was meinst du? Lass uns den Rest auch noch erledigen. Dann sehen wir weiter. Okay. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, tot den Klerikerkonstrukten, die hier rumfummeln. Ach, da sind noch zwei. Huch! Halt! Bleib hinter mir! Wieso? Wieso? Au. So, einer müsste noch da sein. Also wie gesagt, nächstes Mal, ersten Teil der Quest machen wir fertig. Den Kampf bestreiten wir gemeinsam. Ist aber auch noch dran. Was ist hier so viel los? Eider daraus. Alles klar. So, jetzt aber. Das nächste Mal sehen wir uns wieder. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Wann auch immer ihr das guckt.
Lasst ein Like da, kommentiert, wenn euch das Video gefallen hat, würde mir ganz viel Dollar helfen. Und bis zum nächsten Mal, deine Schüssel.